Mein Name ist Michael Schulz. Ja, ich habe einen großen Staudengarten angelegt. Stauden sind krautige Gewächse, die jedes Jahr wiederkommen. Und mit diesen Gewächsen versuche ich zu gestalten. Dazu gehören zum Beispiel Taglilien, Pfingstrosen, Mohne, aber dazu gehören auch Zwiebelgewächse und Gräser. Ich mache keine Pflanzpläne. Ich für mich mache das so ein bisschen wie aus dem Bauch heraus. Es gibt schon sicher ein Thema, das muss ich haben. Irgendein konzeptioneller Gedanke muss dahinter stecken. Sagen wir mal, ich habe bei diesem einen Beet dort, habe ich gesagt, so Grundfarben weiß und gelb. So. Das ist am Anfang des Gartens und da habe ich gedacht, es muss irgendwie hell und fröhlich sein und wenn die Leute hineinkommen. Doldenblütler hat man lange Zeit nicht so im Garten gesehen als Schmuckpflanze. Vielleicht liegt es auch daran, viele sind kurzlebig, nur zweijährig und auch beim Aussehen sind sie sehr launisch. So, mal kommen sie, mal nicht. Und das macht es dann natürlich umso reizvoller. Es gibt Stauden, die sehr groß werden und früher habe ich das gar nie so realisiert. Diese Wucht von Pflanzen innerhalb kürzester Zeit, diese Pflanzenmasse, die da entsteht, das hat mich beeindruckt. Und dazu gehört auch die Vernonia, das ist auf Deutsch, sagt man glaube ich, Purpurdurst. Und die ist einfach vom Austrieb bis zur Blüte und danach attraktiv, meines Erachtens. Unempfindlich. Ich habe noch keinen Schädling daran entdeckt. Ich habe noch nicht erlebt, dass irgendein Pilz sich daran breit gemacht hat oder so. Mein Tipp für die Aussaat von Stauden, das ist der Kies, den man auf eine Saatschale ausbringt, nachdem man das Saatgut auf die Aussaaterde gebracht hat. Das schafft eine ideale Situation zum Keimen. Es ist immer feucht, gleichmäßig feucht, es kommt Luft dran, auch ein bisschen Licht und meine Erfahrungen sind wirklich ganz gut diesbezüglich. Also am besten eignet sich gebrochener Kies 2 bis 4 mm.